Moin Moin, Le Grand Rouge hier. Weiter geht's mit Warhammer 40k Battle Sektor. Beenden hier meinen Spielzug. Wir sind jetzt in den Ruinen, um hier das synaptische Superhirn zu finden. Ja gut, das ist ja eher... Bäh, an Damage. Dafür splitten wird ein bisschen zu hart und so drücken. Oh, das hat weh getan. Oh, das war nicht gut. Ich habe dir noch Verteidigung gegeben, dem Panzer. Okay, da kommen Doppeltyrannidenkrieger. Das ist unnötiger Damage. In the shadows. Da kommt der Weg. Ah, Trigons. Da war ein Trigon. Ich hab ihn gesehen. Ich hab's gesehen. Da ist ein Trigon gekommen. Oh boy. They are numerous. Da war ein Trigon. Ich hab ihn gesehen. Oh, ich sehe ihn. Boah, alter Schwede. 20 Nahkampfschaden. Minus 40 Fernkampfpräzision. Minus 40 Ausweichen. Ja. Todescompany halt, ne? So, ich hoffe, ich kann hier einen Feuermodus ziehen. Perfekt. Perfekto. So. Musst auf 2er Reichweite ran. Da ist er, der Trigon. Engaging Target. Ich habe hier gute Without hesitation. Gute Einheiten für den Trigon. Die sind gut, der erst ganz okay und Todes Company halt. We are the sons of Sanguinius. Engaging the enemy. Ah, Tyrannidenkrieger sind schon ein bisschen tankiger. Moving. Gucken, vielleicht ziehen wir Kaleon auch runter. Ja, das ist ja hier. Easy peasy lemon squeezy. Gucken, vielleicht kommt der Trigon ja auch hier hoch. Order confirmed. Muss mal bitte da lang. Ich werde mal Kaleon ein bisschen hier hinten hinbringen. Falls wir hier einen Jump brauchen. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. So. Of course. Your blood is strong. Do not falter. 40 Punkte erhalten. Das ist doch schön. Your orders.
hast das Sturmgewehr. 1, 2, 3. Da ist schon mal nichts mehr. Sieht hier soweit ganz gut aus. Okay, das sieht ja soweit ganz in Ordnung aus. Ja, der Trigon macht mir noch so ein bisschen Sorgen hier. Der Trigon macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Der ist nämlich ziemlich böse. Not even death will stop me. Ja, du bist eigentlich nur eine Schwarmvernichtung zur Waffe. Du bist nicht gut im... Ich mach hier mal... Zack, falls er hier doch irgendwie kommen will. Müssen wir halt echt gucken, wo der Trigon jetzt rausploppt. Der ist wichtig. Okay, er geht runter. Das heißt, wir brauchen Kalion hier unten. Oh, da hat er gekrittet. Nur ein Kalion hier unten und wirst wahrscheinlich auch einen Panzer oder so. Dass hier niemanden geben kann, der den Trigon tanken kann. Erster Torwächterschalter aktiviert. Deaktivierung in 3 Zügen. Ach du Kacke, ich musste Einheiten stehen lassen. Das ist natürlich kritisch. Oh, sehr schön. Dann kriegen wir aber die Krieger ausgeschaltet, hoffentlich. Easy peasy machbar sein. Okay, ich muss da Einheiten stehen lassen. Ja. Der Trigon wird halt. Der wird halt lustig, ne? We'll have you back up in no time. We are the defenders of Baal. Purge them. Suffer not the Xenos to exist. They cannot stop me. Ja, eine Einheit stehen lassen. Oh ne, warte mal. Macht sich doch die hier perfekt. Die macht sich doch da perfekt für. Sehr schön. Dings hätten wir schon mal. Ja, da oben und da.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen knifflig. The Omnisire will judge your acts. I await your orders. Dass der da hinten weg ist. Er macht halt so viel Schaden, wenn der rankommt. So, jetzt ist natürlich hier die Frage: How I kill the Qui-Gon? Heavy close support. Ja, ich. Das ist natürlich jetzt die Frage. Können wir natürlich erstmal hier unser Plasma drauf schießen. Für sowas sind die übrigens sehr gut geeignet. Das muss man den übrigens mal lassen. Boah, ich würde sagen, wir gucken einfach, das war ja 0 bis 1, hätte ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Boah, er würde direkt dran stehen am Trigon. Alter, der gibt mir doch 2 Schellen und ich bin tot. On my honor. Er gibt mir doch 2 Schellen und ich bin dead. Warte mal, die müssen nicht so zusammenstehen. Wenn die nämlich nicht so zusammenstehen, dann kann der nicht den. Diesen komischen Ausgrabungsdingsbums machen. So. When the day is darkest, okay, das ist bitte Abwehrfeuer bestätigen. Komm, ein paar Krieger. Ja, ich hab's gedacht. Dann gibt's eine Schelle. Und aus dem Grund habe ich die da geschwächt. Weil wenn die da jetzt nämlich noch full life gewesen wären und auch auf den drauf gehalten, wäre er tot. Ich hasse Jeans Dealer. Oh, oh, oh. Das wird aber schwer da zu übernehmen. Oh, das war ein geiler Hit. Ah, gut. Das ist okay. Victory for the Blood Knights. Victory for Sky. Das war ja dann gar nicht so problematisch. Naja, gut. Das Ding hier ist schon ein Problem. Tech Marine standing by. Die
Okay, refresh sich. Krieger, was habt ihr denn? Neuralfresser. Alter, WTF, was steht denn da noch alles? Dornrücken, noch ein Krieger, Alter. Hada. Alter Schwede. I will never tires. They shall not pass. Ich glaube, die brauchen da drüber ein bisschen Hilfe. I go where I am needed. We are the sons of Sanguinius. Ja, das ist ja ziemlich einfach. Da, jetzt mit Kalion eine in den Nacken. Landspeeder Crew awaiting orders. Tote Symbionten. Das ist alles easy. Ah, die kommen noch ran, aber es ist nur einer, der da steht. Viel problematischer ist die Situation hier oben. Ich will den Dreadnought nicht verlieren. Er macht halt nicht genug Schaden. Machst du Splash Damage? My duty remains. Hey, du machst halt nicht genug Schaden. Weil es ist halt einfach. Du kriegst halt eine Schelle von 93, was machst du an Damage? Hier, sorry. Nee, da. Ja, du machst halt 28 bis 38, also machen wir mal 30 Schaden. Dann machst du 90 Lebenspunkte Damage. Auch zwei Battle Points. Ah, ja. Keine Ahnung, auf einen Lucky Crit hoffen? The Defensor Angelicum.
stands with you. Einfach hoffen, dass er das da aushält. Maybe. So. So. The road of righteousness is soaked in the blood of the unworthy. Maybe einen, also den will ich jetzt nicht verlieren, ne? Das ist halt. Ja, da musst du halt so vorsichtig damit sein. Ja, die hatten ja dieses Überrennen. Da war ja was. Die hatten diese Überrennenfähigkeit jetzt neu dazu bekommen. Gucken wir mal, ob wir die verlieren. Yep. Aber das waren auch nur die neu ausgehobenen Space Marines. Ja, nee. Das kannst du kriegen. Nix da. Den will ich behalten. Den Shit brauche ich. We are indomitable. Not even death will stop me. Den Schnickschnack brauche ich. Den hier weg. With speed. Engaging the enemy. We are the sons of Sanguinius. They will tremble before me. Challenge accepted. The blood waits. The blood is strong. Do not falter. Past, future, there is only service to the Emperor. With strength. Ranged plasma on your request. Moving. Wir fangen das Ganze. Confirm. Viel weiter vorne ab. Sanguinius protect you. They shall not pass. Overwatch. Overwatch set. They will fear to tread close. So. Waren schon das Ding hier wieder? Wir machen auch den. Understood. Ach, aber diesmal auch noch den. Dann machen wir hier noch einen Schwertanwärter. Und dann gibst du Fersen. Und das hat nicht funktioniert. Confirmed. Yet the meter Xenos, my axe couldn't bisect. Ja, dann
gucken wir jetzt nochmal. Vielleicht ignoriert er ihn ja. Wird blockiert. Naja, Schild hat. Guckt leider nicht raus, die haben einer. Ja, nix da. Schild, die Schilde. Kann ich. Müssen wir auf dem Dings hoffen? Ich will den nicht verlieren. Er ist echt mir zu stark. Ist halt mega krass schon hoch. Wenn ich den einfach töte? Hier, so, nach dem Motto. So. Ich dann. Understood. Denn hier hingehe, Umlatzer. Ihn heile. We'll have you back up in no time. Opening fire. The Defensor Angelicum stands with you. Oh, so viel HP hat der Predator auch nicht, ne? Confirm. Hoffen einfach, dass er nicht hinterherkommt. Maybe. There can only be victory. Ready for recon. Nein! Avenge them, brothers. Oh, es tut mir so leid. Sorry. Aber wir machen hier mal einen Cut. Ich glaube, ich muss mir erst mal was zu snacken holen. Ich brauche hier strategischen Energienachschub. Wenn euch das gefallen hat und ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr ja mal einen Abo, einen Like und Kommentar da lassen. Auch Tipps und Tricks sind gerne gesehen. Freut sich der Algorithmus drüber. Und ich mich natürlich auch. Boah, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.